Hast du eigentlich jetzt noch Gelegenheit, ab und zu mal oder wie oft kommst du noch in die Heimat? Ja, also das ist mit Sicherheit der größte Wermutstropfen, den der Wechsel mit sich gebracht hat, dass es wirklich sehr schwer ist, noch Zeit für die Familie zu finden oder gerade eben auch nach Hause zu fliegen. Ich glaube, ich bin jetzt in der Hinrunde 3-mal nach Hause geflogen, weil es einfach die Zeit von unserem engen Spielplan auch nicht zulässt. Aber gut, dann lernen die Dortmund kennen, die kommen zu den Spielen und sind natürlich von dem Stadion genauso begeistert wie jeder andere, der dort war. Und ja, von dem her, es lässt sich schon alles vereinbaren. Natürlich wäre ich gerne öfters mal wieder in meiner Stadt, in meinem Dorf, meine Freunde zu sehen, aber heutzutage gibt es FaceTime und Skype und es gibt Möglichkeiten, sich zu sehen. Und ja, wie gesagt, sonst müssen die Leute halt kommen. An Weihnachten war ich zu Hause zum Beispiel. Das war mal wieder ganz schön, mal an einem Stück wieder ein bisschen länger zu Hause zu sein. Aber ja, ich bin auch gerne jetzt wieder hier. Wir kommen da jetzt mal auf die Facebook-Seite der Sparda-Bank, wo junge Menschen meist zahlreiche Fragen wieder eingereicht haben an dich. Diesmal ist es Florian, der fragt: Hallo Julian, wie bleibst du in so jungen Jahren schon so ruhig, locker und gelassen auf dem Rasen? Interessante Frage, die hätte auch von mir kommen können. Ja, die Frage wurde mir auch schon öfters mal gestellt. Ich kann nur sagen, ich muss einen großen Dank an die Mannschaft sprechen. Ich kann nur so ruhig und ja, ohne nachzudenken spielen, weil ich einfach weiß, dass mir nicht der Kopf abgerissen wird, wenn ich mal einen Fehler mache. Und deswegen versuche ich einfach ganz ruhig mein Spiel zu machen. Und ich denke, ein Stück weit wurde mir halt einfach auch diese Ruhe am Ball geschenkt. Dass ich halt nicht hastig werde, wenn ich den Ball habe. Und ja, von dem her, denke ich, ist das meine Antwort auf seine Frage. Wie hast du denn Julian in diesen Monaten jetzt hier kennengelernt? Was ist das für ein Typ? Bist du so eine Art großer Bruder oder wie muss man das verstehen? Also großer Bruder, weiß nicht, das muss der Julian selber sagen. Ich weiß nicht, aber ich finde, ich habe auch die Familie kennengelernt von Julian. Das sind alles ganz, ganz nette Familie. Und deswegen ist auch so quasi eine Freundschaft geworden mit Familie, mit Julian. Ganz netter Typ, bodenständig, freundlich, sieht gut aus. Was soll man mehr sagen? Großartig, kann man gar nicht sagen. Es ist so wie er den Platz zeigt und auch unterwegs, auch mit unseren Kunden hier, kommt auch super zurecht. Und das ist auch ganz wichtig, begrüßt die Kunden, kommt hier rein. Also ist wunderbar. Ne? Wir freuen uns riesig natürlich. Ne? Dankeschön. Ja. Julian, Fuji war für dich eine wichtige Bezugsperson in der Anfangszeit. Ja, also wie er schon gesagt hat, als ich das erste Mal hier reinkam, war es eher Zufall. Wir haben Hunger gehabt, waren hier in Hombrucht neu und haben uns umgeguckt und ja, sind dann hier reingekommen. Und wie schon gesagt, ich habe dann mal Hallo gesagt in der Küche und ja, dann war das alles schon sehr offen und sehr, sehr herzlich und sie haben sich sehr gefreut, dass ein Fußballspieler hierher kommt und soweit ich weiß, wohnt auch keiner sonst in Hombruch und ja, umso schöner war es und dann ja, hat sich schon eine Freundschaft entwickelt, wo wir auch Privatsachen miteinander unternommen haben und ja, ich komme immer wieder gerne hierher und habe hier meine Ruhe, ja. Julian, vielen Dank. Das war ein großartiger Tipp hier bei deinem Freund Fuji im Buon Gusto. Freut mich, dass dir gefallen hat. Insgesamt sage ich, es war eine ganz, 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 ganz schöne kleine Stadttour mit dir, Rombeck Park.
Und Buon Gusto, ich wünsche dir, ich wünsche den ganzen BVB natürlich viel, viel Erfolg weiterhin und dass du dich so wohl in Dortmund fühlst, wie du es bislang tust. Dankeschön. Ich sage dir danke, ich sage auch danke an die Sparda-Bank, die uns diese schöne Fahrt heute wieder ermöglicht hat und verabschiede mich von allen unseren Sehern und sage bis zum nächsten Mal.